So, die Damen und Herren, hier hätten wir auch schon mal das erste in meinem Zimmer. Hier ist die Tür, rechts daneben haben wir einfach so, das hatten wir schon in der alten Wohnung, einfach irgendwo ein Teil übernommen mit. Hier haben wir erstmal zwei Aerosol und einmal eine Chaosflow 44 Autogrammkarte, weil ich mir vor 3, 4 Jahren mal Merch von denen gekauft habe. Also jetzt nicht zum Anziehen, sondern irgendwelche Plüschtiere. Zeige ich euch gleich noch hier irgend so ein Globus und SG oder doch SG Dynamo Dresden, die haben mal bei uns gespielt. Freundschaftsspiel waren wir dabei und haben die einfach geholt. Hier habe ich noch eine ja, schöne Autogrammkarte von Stanplay, weil ich bei seinem Gewinnspiel gewonnen habe. Da gab es die dazu. Der Typ hat eh viel zu viele davon, deswegen einfach mal mit ins Gewinnspiel reinhauen. Da habe ich meinen Schulranzen. Ja, hier ist mein Kleiderschrank. Dort denke ich mal, nehme ich an, ihr wisst, was da drin ist. Auf den Schränken habe ich hier hauptsächlich Kartons von meinem Setup und so. Ja, richtig schönes Kartons habe ich hier auf jeden Fall. Grau, 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 gelb. Nein, das Gelbe liegt nicht daran, dass schon so ewig war. Hier habt ihr erst mal einen Finger gesehen. Schön. Ja, hier einfach uninteressantes Zeug, hier ganzen Souvenirs aus, zum Beispiel Teddy auf Reisen. Hier ist die Paris-Tasse, die kam aus dem Vlog, die hat man im Vlog zwar nicht gesehen, aber die habe ich mir in Paris gekauft. Hier aus den Benelux-Staaten gab es auch ein Video zu. Guten Morgen, Teddy. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber den habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren mal geschenkt bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber keine Ahnung. So, hier einfach alles Mögliche, hauptsächlich Souvenirs. Dann haben wir hier unten, ich weiß gar nicht, was haben wir hier unten eigentlich? Alles klar, auf jeden Fall richtig interessantes Zeug, was ich auf jeden Fall jeden Tag benutze. Da haben wir hier Karton von meinem Handy, Galaxy J7, hat 150 Euro, glaube ich, gekostet. Dann haben wir hier, oh, hier habe ich sogar vor meinem Stuhl noch eine Anleitung, wusste ich gar nicht, dass ich die noch habe. Hier noch irgendwelche Koffer, keine Ahnung. Und hier ist auch nur unwichtiges Zeug drin. So, hier kommen wir zum mittleren Schrank, den mache ich einmal auf. Hier voll richtig krass. Sucht euch einen Stift aus. Ich brauche den, braucht die jetzt alle nicht unbedingt. Hier habe ich mein ganzes Schulzeug. Nein, das ist nicht nur aus einem Schuljahr. Arbeitshefte etc. Und Bücher, die ich natürlich alle nicht gelesen habe, außer den Comics, weil die am interessantesten sind. Hier unten habe ich einmal Kabel, HDMI, DisplayPort, glaube ich, nicht mehr. Irgendwelche Handy-Ladekabel. Dann hier noch ein VGA-Anschluss. Hauptsächlich alles für Monitore. Brauche ich gerade nicht. Dann haben wir hier noch einen Teil von meinem Standfuß vom dritten Monitor, von meinem Mikrofonarm, falls man den nicht direkt am Tisch montieren möchte, sondern direkt im Schreibtisch montieren möchte mit einem Loch. Gewindeadapter für Mikrofonarm und Mikrofon. Ja, da ist immer noch der Kleber drauf, der trocknet irgendwie nicht, keine Ahnung. Auch keine Ahnung, warum ich hier Büroklammern so viele habe, das ist mir selbst ein Rätsel. Hier haben wir noch anderes Technikzeug, MP3-Player, irgendwelche Lautsprecher, ein Akku, nochmal was zum Laden. Das Teil ist von meinem Hauptmonitor, zeige ich euch, wofür der später ist, den nehmen wir einfach mal mit. Dann haben wir hier noch ein Kopfhörer. Ja, das sind Dämpfer für mechanische Tastaturen, falls sie zu laut sind, haben nichts gebracht, deswegen habe ich sie wieder rausgemacht und im nicht mechanische geholt. Hier so eine Billo-Tastatur, wahrscheinlich ist es eine Tastatur, Maus und Kopfhörer, die sind schon ewig alt, habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Hier noch der Rest vom Standfuß und dann noch XLR-Kabel Verpackung, genau wie hier von Gear for Music. Und dann habe ich hier noch Windows 10, falls jemand mal braucht, in der USB-Version von Mikrofonarm. So ein Mikrofon halte ich bis jetzt nicht, würde ich auch wahrscheinlich nie haben, deswegen bringt es mir eigentlich so nichts. So, darunter haben wir zu einem hier Amazon Basics Kabel, habe ich für einen Monitor gebraucht, für die Grafikkarte, weil die drei DisplayPort und ein HDMI anstatt zwei HDMI und zwei DisplayPort
Grüße gehen raus an Nvidia, gute Arbeit habt ihr hier geleistet. Hier ist eine 30 Euro mechanische Tastatur drin. Dafür habe ich die Dämpfer gekauft. Nutzlos, eine 50 Euro Tastatur. Ich frag mich einfach, warum ich diese Tastatur gekauft habe. Und darunter ist noch eine Tastaturkarton. Die Tastatur ist nicht mehr drin. Wo die ist, zeige ich euch später. So, hier haben wir noch den hauptsächlich auch Schulschrank. Dort, da haben wir ein bisschen Finanzielles. Da ist nicht viel Geld zu holen. Also ein Buch lohnt sich bei mir nicht. Es sei denn, ihr räumt mein Setup leer. Das hätte ich jetzt lieber nicht sagen. Doch, na, ihr wisst ja nicht, wo ich wohne. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier Ausbildung etc. Und 15 Blöcke, die ich... Ja, sonst habe ich immer Blöcke gebraucht. Jetzt habe ich 15 nach Aufräumen. Dann hier Schulzeug brauche ich alles überhaupt nicht. Und ganz viele Ordner. Sehr schön. Gucke ich mir auf jeden Fall alle jeden Tag an. Dann haben wir hier ein Fenster, so wie mein Bett. Zeige ich mal da drüben. Ja, da geht schon ein bisschen an den interessanten Teil. Ein Doktorauge von Aerosol. Und hier diese Überraschungseier-Unboxing-Teile habe ich einfach hier hingestellt, was sonst ein bisschen aussah. Sonst hätte ich sie auch einfach in die Tonne gehauen. Nicht so wie das schöne Lego Minecraft habe ich hier einfach mal umgebaut, sodass es hier auf meine Heizung passt. Hier unten führt übrigens noch das LAN-Kabel durch die Wand, damit ich Internet für mein PC habe, direkt vom Router. Das ist auf jeden Fall besser. Diese Teile haben wir auch schon gefühlt ewig. Ich weiß nicht mal, was es darstellen soll, aber keine Ahnung. So, dann haben wir hier noch weiteren Merch von Blocky oder ein Aerosol-Kopf. Einer der ersten, die rausgekommen sind. Ja, jetzt gucke ich die beiden eigentlich gar nicht mehr. Also Aerosol nur noch ein bisschen, falls mich irgendwas interessiert, aber das Ganze eigentlich nicht. Das aus dem Disneyland kommt aus dem Vlog. Den habe ich hochgeladen. Ob der noch online ist, weiß ich nicht. Steifenmuseum habe ich keinen Vlog zugemacht. War auch aus der Grundschulklasse. Ja, schon ein bisschen länger her. Hier unten habe ich noch Boxen. 3 Stück. Oh, ja, die ist natürlich nicht umgedreht. Qualität pur. Da hinten ist noch eine Steckdose. Kann ich euch gleich noch zeigen, wofür die da ist. Hier in der Mitte ist mein Alltagszeug, Kleidung so. Wenn ich aufstehe, einfach aufs Bett setzen und gleich unten Kleidung haben, anstatt immer zum Schrank zu rennen, ist eh viel bequemer. So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil, und zwar mein Gaming-Setup, wo ich alles aufnehme, zocke etc. Fangen wir einfach mal an mit meinem Gaming-Stuhl, und zwar hat der 140 Euro gekostet. Für den Preis auf jeden Fall akzeptabel, warum da ein Kissen drauf liegt. Ja, mehr zeige ich auch nicht. 140 Euro für den Stuhl ist auf jeden Fall angemessen, aber wenn man eine Zeit drauf sitzt, sollte man eher schon direkt da ein Kissen drauf machen. Grüße gehen raus an die Wasserflasche unten links. Sonst, ja, sieht das am Ende auch bei euch so aus. So, hier unten haben wir auch mein Laptop. Der spielt auch eine Rolle, an dem mache ich auch manchmal etwas. Das zeige ich euch aber später. Hier haben wir eine 30-Euro-Tastatur mit 6 Makro-Tasten, die man selbst programmieren kann. Habe ich für LSPDFA eigentlich so umprogrammiert, nutze ich aber nie, weil ich die F-Tasten hauptsächlich dafür nutze. Hier haben wir noch eine Rack-Taste, die nutze ich nicht, weil die irgendwie nicht funktioniert. Visiert super an. Hier haben wir so eine G-Taste. Ja, kann man einfach anmachen, dann funktioniert die Windows-Taste nicht, dass man aus dem Spiel nicht raustimmen kann. War ich aber meistens eigentlich immer aus. Und hier haben wir noch, was man die Farbe umändern möchte. Mache ich auch nie, super. So, da sind wir wieder bei der standardmäßigen. Hier können wir Ton aus und wieder anmachen. Sieht man hier auch übrigens schön hinten. Hier kann man Minus und Rauf machen. Super, mache ich auch nie. Warum auch immer. Dorthin haben wir noch so ein LED-Stripe. Das ist die LK15 von Lioncast. Nicht wundern, warum hier Werbung eingeblendet ist. Ja, das muss man machen, traurigerweise, auch wenn es nicht gesponsert ist. So eine 12-Euro-Maus. Ich hole mir nie teure Mäuse, da man die eh immer wann ja halt wieder neu kaufen muss. Da die nur bestimmte Klickzeit, eine Lebenslauf hat, die ja zum Beispiel 1 Million Klicks,
dann muss man die auch erneuern. So ein 30 € Mauspad von U-Rage, da bin ich eigentlich mit zufrieden. Mein anderes ist aus dem Leim gegangen. Ich wollte nämlich so eins haben, wo man einfach so gut drüber gleiten kann und nicht hier so noch eine extra Schicht drauf ist, die abgehen kann. Weil das hatte ich bei einer und ja, da ist das abgegangen. Nicht so schön. So, machen wir hier einfach mit dem Mikro weiter. Das ist ein Shure SM7B. Der Karton mit dem anderen Windschutz kostet circa 450 € vom Wert. Dann haben wir hier ein Triton Audio Fathead, made in Holland. Ich glaube, das Mikro ist aus Mexiko. Ich habe hier ein schön internationales Setup. Mexiko, Holland. Der Bildschirm kommt aus Frankreich. Kommen wir später noch zu. Ja, achso, ich wollte sogar erst mein Mikro. Habe ich zuerst bei Stars Music gekauft. Habe ich sogar zufällweise in Paris immer bei der Straße vorbeigegangen, wo die ihr Geschäft haben. Ja, habe ich wieder zurückgeholt, mein Geld, weil die mich voll abgezockt haben. Schreiben auf Lager und dann war es nicht auf Lager. Habe ich dann am Ende woanders gekauft. Falls ihr euch für irgendwas an diesem ganzen Setup interessiert, alle Links in der Beschreibung unter jedem Video. Dann haben wir hier den Fathead, der sorgt dafür, dass mein Mikrofon Power bekommt und rauscharm klingt. So wie 27 Dezibel plus Gain für das Mic, da das sehr leise ist, kostet circa nochmal 70 € obendrauf. Dann haben wir hier den Rode P oder Rode PSA1, das ist der, nee, 1A glaube ich, oder? Irgendwie so. Sucht euch eins aus, kostet 80 €. Ja, der hält auf jeden Fall einiges aus. Das Mikro wiegt, glaube ich, so um die 764 Gramm, wenn ich mich nicht täusche. Hier geht dann mein XLR-Kabel durch und dann runter. Da haben wir übrigens auf dem PC, der übrigens 1800 € gekostet hat, habe ich euch hier schon mal in einem Video und im Livestream, glaube ich, gezeigt. Noch eine Aerosol-LED-Lampe kennt man auch von meinem alten Instagram. Oder von meinem, nee, von meinem aktuellen, glaube ich, noch Instagram-Account. Dort noch so eine Minecraft-Figur. Hier kann man eben in mein PC reingucken. Alles, was da drin ist, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt. So, hier unten geht das XLR-Kabel in ein anderes XLR-Kabel, weil das dummerweise zu kurz war. Aber ich habe mir das unbedingt gekauft, weil es mit der Farbe vom Fathead übereinstimmt. Das geht dann hier runter durch das Teil hier noch vom. Ja, Mikrofonarm geht dann da durch und dort hinten geht es dann in mein Behringer Mischpult. Das kostet, glaube ich, jetzt so um die 100 €, 90, 100 € so. Und dort ist dann das alles zum Mixen bereit. Hier unten haben wir noch die Steckerdosen, die sind für meine Monitore und die für den Rest, wie zum Beispiel Mischpult, PC etc. Da sind auch nur zwei Dosen, zwei Stecker drin. Hier, weil das ursprünglich gar nicht in meinem PC eingebaut ist, noch so Blu-ray, DVD, CD-Zeug. Falls man das anschließen möchte, muss man dann extra den PC aufschrauben. So, hier haben wir dann den PC und davor haben wir hier noch 31 € Glaskopf. Den habe ich für meine Kopfhörer besorgt. Und zwar sind das die Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ohm. Kosten ca. 118 € auf Amazon. Da habe ich dafür noch für 70 € diesen FIIO Kopfhörerverstärker gekauft. Er kostet auch nochmal 70 €, damit ich hier die Lautsprecher wahrscheinlich die Wiedergabe, also was man hört, verstärken kann, weil es 250 Ohm klingt schon ein bisschen leise hier mit USB und unter dem PC. Dann noch hinter dem PC angeschlossen, damit das Ganze auch funktioniert. Hier hinten haben wir noch so für 30 € schöne Bass-Lautsprecher, funktionieren gut. Also für 30 € kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Dann haben wir den Hauptmonitor, der hat 270 € gekostet. Der ist 32 Zoll. Curved und QHD. Hier unten hat man auch die ganze Line. Hier haben wir zum Beispiel das zweite Banner-Avatar. Auf meinem Kanal ist das erste. Das ist mit einem anderen Hintergrund. Hier haben wir noch so einen Waldhintergrund. Den habe ich dann für meine Monitore.
Das ist der zweite Monitor, der hat 280 gekostet. Ich habe mir aber erst den gekauft und dann den. Ich hätte jetzt lieber eher den zweimal, aber naja. Grüße gehen auf jeden Fall an Reef draus, weil die mag es natürlich, wenn man immer komplett unterschiedliche hat, anstatt dieselben. Aber, Doyle, wieso hast du nee, guck mal, Jungs, es sind drei Monitore, die alle nicht gleich groß sind. Es tut mir so weh im Herzen. Hier nochmal so ein 27 Zoll Curved Full HD, genauso wie ein 24 Zoll Full HD, da hinten natürlich mit einer Wandhalterung angeschraubt, damit das auch so hält. Hier spiele ich dann das Spiel, dort habe ich zum Beispiel den Stream-Chat oder sonst irgendwas online auf und dann habe ich hier zum Beispiel OBS auf zum Aufnehmen oder Stream. So, hier kommt das Teil hinten drauf und zwar seht ihr ja dieses silberne Teil, das kommt dort eigentlich hinten drauf. Aber ich gebe euch mal hier einen kleinen Einblick. Dort hinten sind die Kabel von meinem Monitor und die gehen dann dort hinten in den PC rein. Schön kabeltechnisch gemacht. Also von vorne sieht schon gut clean aus. So, das Gute an diesem Monitor ist, den kann ich hier einfach mal hintergreifen und dann tue ich den einfach mal zum Beispiel einfach rüberschieben. Und dann, wenn ich was am Abend gucken will, lege ich mich dann einfach in mein Bett und habe dort oben einen schönen Monitor hängen und kann Fernsehen gucken und so. Und dafür nutze ich dann hier unten den Laptop, damit ich den auch gut nutzen kann. Habe ich hier unten noch Maus und Tastatur. Schließe ich dann da an. Und hier oben haben wir noch irgendein kabeltechnisches, zum Beispiel Ladekabel, was zum Anschließen für den PC, damit ich Videos auf meinem PC ziehen kann oder Fotos vom PC aufs Handy etc. Das hier ist von meinen Kopfhörern, damit man das dann ans Mischpult schließen kann. USB-Stick, dann haben wir hier irgendwelche anderen Kabel, Sachen, ein paar Paysafe-Cards, warum auch immer. Braucht ihr nicht versuchen, die sind schon leer. Kopfhörer etc. Und dann schließt man das dort unten hier an den Strom an. Sieht man natürlich wunderbar auf der Kamera. Und dann kann man das natürlich sehen. Und wenn man dann fertig ist, schiebt man den einfach wieder zurück, sodass man den dann wieder für den PC nutzen kann. Also da habe ich mir hier auch fast gedacht, dass ich den genau dorthin gehangen habe. Das ist natürlich hier jetzt super montiert, mal hier einfach nach dem Video wieder. So, da wären wir auch am letzten Teil und zwar habe ich hier noch oben zum Beispiel den Olympus 2, alles hier schön die Kartons, dass der Kopfhörerverstärker natürlich auch mit Teddybären Markenzeichen. Dann haben wir hier die alte Gaming-Maus, die habe ich einfach hingestellt, weil die so einen schönen Karton hatte. Mauspad natürlich noch mehr Teddybären. Dann Mikrokarton. Dann noch vom Fathead noch mehr Teddybären. Die stehen auch sonst auch da. Also die habe ich jetzt nicht nur fürs Video hingestellt, weil sonst keine Ahnung, wo ich die sonst hinstellen soll. Dann hier meine Kopfhörer. Die habe ich vor dem Beyerdynamic genutzt, aber die sind echt, die umschließen nicht die Ohren und die sind echt unbequem. Deswegen habe ich die hier einfach reingestellt. Und hier unten ist noch so ein alter Mikroarm-Popschutz. Und dorthin noch die Wandhalterung. Gut, das wäre es dann auch gewesen von der Roomtour. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wird es euch gefallen, schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns Mittwoch 15 Uhr zu einem neuen Video. Vielen Tag wahrscheinlich. Vielen Dank für die 2000 Abonnenten nochmal. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.